Lieben! Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar kommt heute nochmal ein Halloween-Video von uns. Wir freuen uns nämlich schon mega auf Halloween. Ich hoffe eben richtig dolle. Ja. Und wir wollen euch heute ein paar Spiele zeigen, die ihr machen könnt, wenn ihr eine Halloween-Party feiert. Und ein paar Sprüche, die ihr sagen könnt, wenn ihr an den Türen klingelt. Ja. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, würden wir uns freuen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr das nicht schon getan habt. Und jetzt starten wir mit dem Video. So, das erste Spiel. Dafür haben wir ein ganz normales Brett genommen vom Bauhaus. Und dann haben wir Becher da dran gemacht. Das sind etwas größere Becher. Die haben wir ans Brett festgeschraubt. Man kann die auch mit einer Heißkleberpistole festmachen. Aber wir fanden es halt besser, sie festzuschrauben, weil sie dann auch viel besser halten. Ja. Ja, und dann haben wir Zahlen draufgeschrieben. Von 1 bis 6. Von 1 bis 6, weil wir haben auch hier den Würfel dazu. Das ist ein Schaumstoffwürfel. Genau, und die Luisa kann ja mal würfeln, dann könnt ihr es euch erklären. 1, 2, dann hole ich mich in die 2. Genau, dann sticht man da durch. Nehmt man das ruhig mit einem Finger, ja. So, und normalerweise ist da halt was drin. Wir haben jetzt da nichts reingemacht. So, auf jeden Fall, wenn man die Zahl hat, kann man sich dann einen Becher aussuchen, egal in welcher Reihe, und kann ihn dann so mit dem Finger aufstechen. Und unsere Idee ist es, also das werden wir auch so machen, dass wir da entweder was Süßes reinmachen oder halt irgendwas Materielles, wie Luisa schon sagte, ein Stift, ein Radiergummi oder Klein. Genau so. Ja, genau, so irgendwas werden wir da reinmachen. Und in einen anderen Becher machen wir dann eine Aufgabe. Zum Beispiel kann man dann nehmen, stehe jetzt für 20 Sekunden auf einem Bein oder ja, halt so irgendwas, was einem halt so einfällt. Und das Spiel werden wir auf jeden Fall an Halloween machen. Und wenn ihr das sehen wollt, wir werden an Halloween auf jeden Fall mitfilmen bei Luisas Halloween Party. Und den Sonntag darauf werden wir auch das Video zeigen und dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Das ist unsere erste Idee. Und dann zeigen wir euch noch weitere. So, und dann haben wir noch so ein Quiz gemacht. Und dann sind da so verschiedene Fragen, die müssen die Kinder dann beantworten. Ich lese mal gerade eine Frage vor. In welchem Monat ist Halloween? Oktober, November, Dezember? Oktober. Wenn es richtig ist, also man muss dann überlegen, an welchem, und dann kreuzt man das an und dann guckt die Mama nachher, ob das alles richtig ist. Genau, und dann haben wir uns gedacht, wer halt alles richtig beantwortet hat, dann kann man halt so einen kleinen Preis gewinnen. Wir gehen jetzt mal ganz nah dran, falls ihr euch das auch sowas machen möchtet, dann kann der Papa mal ganz nah dran filmen. Dann könnt ihr euch die Fragen dann auch abschreiben und dann, wenn ihr möchtet, das auch machen. So, wir haben euch das jetzt mal abfotografiert und blenden das euch jetzt mal ein und dann könnt ihr auch mal gucken, ob ihr das auch machen möchtet. Und jetzt zeigen wir euch noch weitere Spiele. So, und jetzt machen wir so ein Mumienspiel. Und zwar haben wir so eine Klopapierrolle. Genau. Und dann wickelt das Kind dann... das andere Kind ein. Ja. Und das macht man immer in zwei Teams. Und wer am schnellsten den anderen eingewickelt hat, der hat natürlich gewonnen. Wir zeigen euch das einfach jetzt mal. Das ist eigentlich total witzig. Muss man halt ein bisschen langsam machen, weil das Klopapier sonst auch reißt. Aber wir hatten das letztes Jahr schon mal gemacht. Das geht eigentlich ganz gut. Es muss auch nicht so, also es kommen ruhig Lücken dazwischen rein. Das ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, das muss man echt langsam machen. Weil sonst reißt das Klopapier. Am besten auch nicht so ganz dünnes Klopapier kaufen. Auch wenn das jetzt so ein wenig Verschwendung ist, aber sonst reißt das wirklich viel zu schnell. Das hatten wir auch mal ausprobiert. Deswegen ist es besser, man kauft einfach ein bisschen besseres Klopapier. Ich bin kleine Mumie. Genau. Ich sehe das im Fernseher. So, machen wir das hier hin. Und dann ist die Luisa eine Mumie. Und jetzt haben wir so eine Bingo-Karte gemacht.
Papa geht mal ein bisschen näher ran. Ja. Also wo ihr die Bingo-Karte ausdrucken könnt, das verlinken wir euch unten in der Infobox, wenn ihr das auch machen möchtet. Ja, und dann hat jeder so in einer Schüssel Gummibärchen. Und dann, wo Free drauf steht, da muss man dann ein Gummibärchen drauflegen. Genau, und ich habe hier so die auch die gleichen Symbole, habe ich mir so reingemacht. Und dann ziehe ich mir eins raus. Und das ist der Vampir. So, hier habe ich die Mumie. Mhm, die habe ich. Genau. Dann die Hexe. Die Hexe. Hier oben. Genau. So, und so geht das halt immer weiter, bis jemand Bingo ruft. Das ist halt wie das ganz normale Bingo, nur halt mit Halloween-Figuren. Und ja, das ist eigentlich auch ganz witzig und das werden wir auch an Halloween spielen und die Gummibärchen kann man halt später dann essen. Mhm. Lecker, lecker. So, für das nächste Spiel braucht ihr einen Hut. Es muss nicht unbedingt ein Halloween-Hut sein, es kann auch irgendein Hut sein, den ihr zu Hause habt. Notfalls auch eine, notfalls auch eine Mütze, ist egal, irgendwas, was ihr zu Hause habt. Und wir lassen dann Musik laufen und dann bekommt jemand den Hut auf. Dann tanzt er eine Weile und dann gibt er den Hut weiter. So, und dann tanzt Luisa ein bisschen, also eine Weile muss man schon den Hut anlassen. Dann gibt Luisa den Hut wieder zum Beispiel an mich weiter. Und wenn die Musik dann stoppt, wer zuletzt noch den Hut auf dem Kopf hat, der hat verloren und scheidet aus. Und so macht ihr das immer weiter. Und wer dann der Sieger ist, der hat halt gewonnen am Ende, wer den Hut nicht trägt. Also wenn es noch zwei Kinder übrig bleiben, der eine hat noch den Hut an, der hat halt dann verloren. Das ist auch eigentlich immer ein ganz schönes Spiel. So, und jetzt haben wir so Spinnen. Also es sollten sehr, sehr leichte Spinnen sein. Mit schweren Spinnen klappt das leider nicht. Das sind ja sehr, sehr, sehr leicht. Und dann braucht ihr Strohhelme und dann? Ja, dann machen wir hier eine Linie hin, zum Beispiel mit irgendeinem Klebeband. Und auf die andere Seite dann auch. Wir haben uns jetzt ausgemacht, wie weit wir da pusten. Und dann haben wir hier diese Strohhelme, genau. Und dann pusten wir die Spinnen so schnell wie möglich auf die andere Seite. Und das zeigen wir euch jetzt einfach mal. So, ich habe gewonnen. Genau, also man kann entweder sich Linien ausmachen oder man macht halt gerade so einen Klebestreifen oder einen Faden auf dem Boden, damit man weiß, wo halt ein Ende ist. Und das ist auch eigentlich immer ganz witzig. Und wie gesagt, das sind echt ganz, ganz leichte Spinnen. Die dürfen echt nicht schwer sein, sonst kann man die einfach nicht so gut pusten. Man kann natürlich auch dickere Strohhalme holen. Wir haben aber jetzt die, dann geht es etwas langsamer. Oh, es hat geklingelt. Spuk und Zauber gibt Zeit Nacht. Nehmt euch wohl in Acht. Wollt ihr heute Nacht nicht zittern, müsst ihr alle Monster füttern. Oh, es hat nochmal geklingelt. Wir kamen mit dem Besen her, für Hexen ist das gar nicht schwer. Wenn wir jetzt was Süßes kriegen, dann siehst du uns gleich wieder fliegen. Oh, es hat schon wieder geklingelt. Wir sind die kleinen Geister und essen gerne Kleister. Wenn sie uns nichts geben, dann bleiben wir kleben. So, das war's mit dem Halloween-Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass wir ein paar tolle Spiele euch zeigen konnten, falls ihr auch eine Halloween-Party macht wie wir. Also wir werden auf jeden Fall Luisas Halloween Party mitfilmen und es dürfen ganz viele Kinder gefilmt werden. Und Luisa freut sich schon total darauf. Ja, ich freue mich mega drauf. Und die Kinder sind auch alle schon aufgeregt, weil wir haben nämlich schon die Einladungen verteilt. Und die freuen sich schon alle riesig.
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, das würde uns riesig freuen. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ideen, was man so an Halloween noch spielen kann. Dann könnt ihr uns das ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben oder per Instagram. Das würde uns echt sehr freuen. Ja. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Nein. Tschüss!